Hallihallo, ihr Lieben. Ich möchte euch heute einen kleinen Blick in mein Make-up-Köfferchen zeigen. Und zwar habe ich vor längerer Zeit das schon mal gemacht und habe schon mal gezeigt, was alles da drin ist. Und das ist aber jetzt, glaube ich, inzwischen schon 2 oder 3 Jahre her und da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Und deswegen gibt es heute das neue Video What's in my Syka-Bag. Viel Spaß! So, das ist also das gute Stück. Und zwar kennt ihr das vielleicht, das ist so eine Syka-Bag, die irgendwie ganz viele haben. Und wenn man ein bisschen bei YouTube rumguckt und dann kommt man zu ganz vielen What's in my Syka-Bag-Videos. Und deswegen, ja, fand ich das Teil irgendwie ganz toll und habe dann halt irgendwann das beschlossen, dass ich das mir kaufe und mir gönne. Conchi, geh mal weg. Conchi will auch dabei sein. Das Gute daran ist, wie man es schon hier so sieht und auch in anderen Videos ja schon gesehen hat, dass hier oben eben das ziemlich stabil ist. Also sprich, man kann da auch sich draufsetzen und wenn man vor Ort ist, kann man eben da auch jemanden drauf sitzen lassen. Hier hinten ist dieses ausziehbare Teil, wie man es von Trolleys kennt. Und die Räder sind auch ziemlich stabil. Also man kann eben auch auf nicht so ganz super tollen Wegen ganz Gutes trotzdem noch mit sich ziehen, ja. Dann seht ihr schon hier an der Seite, gibt es mehrere Fächer. Also das eine ist wirklich so ein Einsteckteil. Da habe ich immer meine falschen Wimpern so drin in so einem Beutel. Dann gibt es hier auch nochmal ein Fach und hier oben ein kleines Fach und auf der anderen Seite ist es genau gleich. Und was da überall drin ist, das zeige ich euch jetzt alles. So, dann ist hier oben eben noch so eine Klappe drauf, die mit so einem Druckknopf einfach zuzumachen geht. Und hier geht es eben auf. Hier sieht man eben schon, dass in der Tür nochmal mit so einem, ja, wie nennt man das, so eine Art Netz quasi nochmal eine große Tasche ist. Die geht hier wirklich bis ganz runter. Conchi, Conchi, geh weg. Die geht hier bis ganz runter. Da habe ich jetzt drin nochmal so einen Beutel mit verschiedenen Puderquasten. Und hier vorne dran habe ich ein paar Abteilungsklammern. So, hier sind wir. Also da sieht man, da ist noch mal eine kleinere Tasche vorne dran. Die große geht eben bis ganz runter und hier die kleinere geht vorne dran. Und hier ist noch mal eine kleine Tasche, wobei ich da nicht so viel vorne drin habe, weil ich gemerkt habe, wenn es dann zu dick ist, dann geht die Tür quasi nicht mehr so ganz richtig gut zu, weil hier drin ist ja auch alles ziemlich voll, wie ihr seht. Hier drin geht's los. Ganz oben habe ich immer ein paar Feuchttücher. Meine Pinseltasche, die zeige ich euch auch gleich noch mal. Und so eine Kosmetiktücherbox. Und daneben habe ich so ein kleines Täschchen. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Firma das war. Das war bei irgend so einem Kulturbeutelteil wohl dabei. Da habe ich meine Augensachen drin, also alles, was irgendwie in Stiftform ist. Also Kajals oder auch die Mascara. Nochmal ein paar Einzelwimpern, Creme, Lidschattentöpfchen und solche Sachen, Wimpernkleber und sowas, ist alles hier drin. Und das finde ich jetzt persönlich das, was bei den Syka-Sachen auch ganz toll ist. Da gibt es lauter solche kleine Taschen mit einem Reißverschluss und vorne dran ist eben ein Etikett, was man beschriften kann. Und da habe ich das jetzt so, dass die Sachen eben themenweise zugeordnet sind. Also hier seht ihr jetzt meine ganzen Lippensachen. Eins ist dabei, wo man nichts beschriften kann. Das ist, ja, da sind die ganzen Cremes drin. Da ist, habe ich nochmal in so einem Extratäschchen Wattepads und Wattestäbchen oder eben Abschminksachen und sowas. Hier ist dann der ganze Lidschatten drin. Und hier ist alles, was dann so Foundation und Rouge oder Contour ist, drin. Und ganz unten habe ich immer noch mal, also erstens so eine kleine, ein kleines Extratäschchen, wo ich meistens dann die Sachen rausmache, wenn ich dann alles am Set noch mal brauche. Also das, was ich dann benutzt habe. Dann habe ich so eine kleine C-Palette und da ist jetzt ein Puder drin und da packe ich mir eben dann noch mal Lippenstiftsachen oder Rouge oder was ich eben alles so brauche, noch mal da rein. Und dann habe ich eigentlich nur dieses kleine Täschchen dabei. Und hier habe ich noch eine Camouflage-Tasche. Die ist wirklich mini, weil da ist ja nicht viel drin und das braucht man auch eigentlich so gut wie gar nicht. Aber irgendwie habe ich es halt immer noch ganz unten drin liegen. Das passt auch gut rein. Seht ihr auf der einen Seite, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, oder eigentlich sind die Seiten baugleich, also ist genau gleich auf jeder Seite, diese Außentasche. Da ist jetzt bei mir hier der Umhang drin. Und wenn man das hier aufmacht,
da habe ich jetzt, was habe ich da alles drin? Ah ja, da habe ich zum einen so abgepackte Strohhalme drin, weil das Model, wenn es geschminkt ist und die Lippen geschminkt sind, das beim Trinken ein bisschen leichter ist. Und ich habe hier nochmal zwei solche Taschen drin. Bei dem einen sind immer ein paar Make-up-Schwämmchen drin. Und bei dem anderen ist so allen möglicher Krimskrams drin, den man gebrauchen könnte. Und hier oben ist wirklich nur ein ganz kleines Mini-Täschchen. Da habe ich dann manchmal meine Visitenkarten auch drin. Und auf der anderen Seite hatte ich ja eben schon gezeigt, dass ich hier auch nochmal verschiedenste Wimpern habe. Und wenn man das hier aufmacht, da ist jetzt drin ein Mini-Haarspray, ein Sprühdeo. Ups, da habe ich immer noch eine leere Tüte drin, damit ich Abfall da reinpacken kann, falls ich irgendwo bin, wo es eben keinen Mülleimer gibt oder so. Dann habe ich hier nochmal so ein Shimmer-Spray. Das braucht man ja auch eigentlich so gut wie gar nicht, aber wenn, dann ist es halt ganz nett, das zu haben. Und hier habe ich auch nochmal zwei verschiedene, also Bodylotion und einmal eine Handcreme. Also das sind eigentlich so die Sachen, die man normalerweise nicht braucht, aber man könnte sie eben gebrauchen und das ist dann alles bei mir da außen drin. Also das war also schon so den ganzen ersten Eindruck. Und jetzt zeige ich euch noch, was in den einzelnen Taschen da ganz genau drin ist. Wir fangen mal an mit dem, was meistens auch zuerst passiert. Also hier alles, was der Vorbereitung dient. Und zwar ist da bei mir drin hier diese Embryolisse-Creme. Das ist eben eine Feuchtigkeitspflege, die benutze ich eigentlich bei fast jedem, ja, weil es einfach schon mal so ein bisschen Feuchtigkeit gibt und die Haut gut vorbereitet. Oder alternativ hier die, wo sind wir, hier von Nuduring Force Blot Out Offensive Shine and Oil Control Cream. Control, nicht Control. Also das ist eben eine für die eher fettige Haut, da ist die super, weil es das Ganze dann schon so ein bisschen eine gute Grundlage gibt, um dann die Foundation drauf zu machen. Hier ist auch drin mein, ja, wie soll ich das sagen, Nagel-Etui-Set mit Pinzette und eben Schere und solche Geschichten. Carmex für die Lippen. Hier ist mein Puder drin. Das ist meine Abschminkgeschichte oder meine Reinigungslotion. Hygiene-Gel für die Hände. Dann habe ich hier so ein quasi so eine Mixing Solution heißt das. Und zwar ist das in ja, so eine flüssige Form und das macht den ganzen Lidschatten ein bisschen haltbarer. Beziehungsweise ist eben ganz gut, um damit dann zum Beispiel Eyeliner zu ziehen oder sowas. Dann sind ein paar so Einmal-Mascara-Bürstchen hier drin. Ein Fixierspray. Ein bisschen abgefüllten Primer, da brauche ich nicht immer so eine Riesenpackung mitschleppen. Dann habe ich jetzt hier noch drin so ein kleines Ansatz-Booster-Teil, weil ich ja die Haarsachen nicht unbedingt immer dabei habe, aber ich habe so zwei, drei Notfallsachen dabei, falls es bei den Haaren nötig ist, ja. Und hier habe ich mir Pinselreiniger reingefüllt. Da habe ich noch so ein aktuell leeres aus so einer Sea-Palette, wo ich nochmal was abfüllen kann. Und hier ist ein Make-up-Corrector-Stift drin. So, das sind also alles die Sachen, die hier drin sind. Hier sind die ganzen Lippenprodukte drin. Da habe ich auch erst nochmal so ein Extra-Täschchen, wo alle Stifte drin sind, also alle Konturenstifte oder Gloss. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen, was hier drin ist, aber da sind halt doch einige. Also ich bin da jetzt nicht auf eine ganz spezielle Marke festgelegt. Die Konturenstifte sind überwiegend von Make Up Forever oder von Benecos. Das hier sind meine zwei Lippenpaletten. Die habe ich eben selbst zusammengestellt und umgefüllt. Und dann habe ich aktuell hier noch so ein kleines, also kleines ist jetzt falsch ausgedrückt, aber so ein Probepäckchen mit eben kleinen Tübchen von OCC Lip Tars, weil ich die ziemlich cool auch immer finde. Die halten auch sehr gut, also die kann ich auch wirklich empfehlen, sind auch vegan und eben ohne Tierversuche, was mir persönlich dann auch wichtig ist. Und ich habe aktuell auch noch so ein kleines Kryolan-Probepäckchen hier drin, aber das habe ich noch gar nicht geöffnet, wie ihr seht. Weiter geht's mit den Augenprodukten, beziehungsweise mit den ganzen Lidschatten. Auch da ist es so, dass ich hier wirklich die verschiedensten Paletten drin habe. Und auch jetzt nicht ganz speziell mich auf eine Marke festgelegt habe, beziehungsweise es ist ja dann so, dass man Sachen kauft
und die ja eine ganze Weile halten. Also hier unten seht ihr die Urban Decay. Ich glaube, die erste Palette war das. Ja, also da kann ich noch eine Weile mit pinseln, bis ich da eigentlich eine neue kaufen müsste. Und so sind es eben verschiedene Sachen. Von Kiko ist was dabei, von Kryolan ist was dabei. Ich glaube, das sind auch zwei MAC-Lidschatten. Und ja, das sind diese hier. Und zwei Paletten sind von der Mimimi, diese eben Paletten, die es zu kaufen gibt. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war. Und die sind, glaube ich, auch von Kryolan, die großen. Ist das? Manchmal schreibe ich mir es hinten drauf. Stars Make-up Haven ist das hier, die dunkelblaue kleine. Dann habe ich noch eine Kryolan-Palette und zwar ist es die Nummer 3, die Pearl-Palette. Also ich glaube, die hatte ich beim letzten Mal auch schon, da hat sich jetzt wahrscheinlich nichts geändert. Dann habe ich noch eine Kryolan-Augenbrauen-Palette hier drin. Die ist super, also die ist einfach immer irgendwie machbar so, dass es passt. Also sehr gut. Ich habe noch eine kleine Kryolan Fettschminke oder wie würde man sagen, Supra Color nennt sich das. Die habe ich auch mal für ein spezielles Projekt eigentlich nur geholt und kann man manchmal brauchen, aber brauche ich jetzt eigentlich nicht so häufig. Deswegen habe ich auch nur so eine kleine. Und ich habe hier noch so ein paar Wonder Strips. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Damit kann man wohl das Augenlid nach oben kleben, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich müsste das echt mal ausprobieren, ja. Und ich habe auch hier noch mal ein paar Einzelwimpern dabei. Und hier sind noch meine meistgenutztesten, es ist so richtig, Angel Minerals Lidschatten. Die kennt ihr ja vielleicht schon von mir. Hier ist jetzt alles Foundation-artige drin. Also zum einen wirklich schon diverse Creme-Foundations. Da sind die ganzen großen, sind alle von Cat Cosmetics. Und hier neben habe ich umgefüllt von Benai dem Shading Wheel und auch dem Corrector Wheel. Genau, hier geht es dann weiter mit alles, was man so zum Konturgeben auch braucht. Also da ist auch hier von The Balm, glaube ich, der Mary und Luminizer und diverse Benai und Kryolan Sachen, die auch zum Teil neutral sind. Also alles, was man auch dann einfach vielleicht für Männer gebrauchen kann, damit ich eben dann nur das hier mitnehmen brauche und nicht so viele Sachen mitschleppe. Und hier ist meine Rouge Box auch abgefüllt. Dann habe ich hier nochmal so ein Creme Rouge Set von Benai. Hier sind diverse Angel Minerals Rouges und Foundations und Corrector Sachen. Und da ist noch ein Highlighter, ein Flüssig-Highlighter von Mimimi. Und zu guter Letzt gibt es hier noch meine Pinseltasche. Die ist von Ondgo. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und zwar habe ich die in Amerika bestellt, weil ich die auch mal irgendwo in einem Video gesehen habe und so cool fand. Die kann man aufhängen hier oben. Also wie so, ja, so tragbare Kulturtaschen. Also kann man eben aufhängen. Und was ich an der ziemlich cool finde, ist, ich habe die dann immer so auf dem Tisch liegen, die hat eben vier solche Fächer. Und die Fächer sind ziemlich groß, wie man sieht. Ja, und ich habe es jetzt bei mir unterteilt in wirklich die Basispinsel, also alles, was für Foundations da ist, für Rouge, für Kontur, Puder, solche Geschichten. Habe ich hier drin die größeren. Das hier ist mein, naja, ich nenne es jetzt mal Augenpinselbox, also wo die ganzen Blender und Lidschattenaufträger und solche Sachen drin sind. Und hier sind wirklich die ganzen, könnt ihr jetzt gar nicht mehr sehen, so jetzt. Hier sind die ganzen feinen Pinsel drin, also Eyeliner, Lippenpinsel. Da sind auch nochmal so ein paar Abteilungsklammern drin. Und eine Schere habe ich hier nochmal drin, eine etwas größere, falls man mal das ein oder andere Härchen abschneiden müsste. Und das Gute ist aber, dadurch, dass das hier so wirklich groß ist, kann man da auch mal einfach noch was anderes mit reintun. Also ich habe schon von den Angel Minerals zum Beispiel die Foundation dann schon hier mit reingepackt oder eben nochmal Lippenstift oder ja eben so kleinere Sachen, die hier reinpassen. Also es würde sogar diese quadratische Siepelle, die ich euch vorhin gezeigt habe, die passt hier auch quer mit rein. Das war es also mit meinen Sachen, die ich alle so mitschleppe und alles, was ich dabei habe. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat und ihr hier schön den Daumen hoch klickt. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!